Cool, dass du wieder mit am Start bist. Wir haben heute für dich ein Medizinball-Workout. Das heißt, wir brauchen einzig und allein diesen Ball. Und nehmt euch bitte nicht den schwersten, denn das Workout wird ziemlich an. Wir machen wieder drei Übungen. Und zwar haben wir Ball Slams, dann Wall Balls und Russian Twists. Und von jeder dieser Übungen machen wir 16 Wiederholungen. Los geht's! Die erste Übung sind die Ball Slams. Und hier wollen wir wirklich, dass ihr gar keine Kraft zurücklasst. Greift euch den Ball auf die Zehenspitzen und runter feuern. Die zweite Übung sind die Wallballs. Die Wallballs sind eine sehr beliebte Kombiübung, denn die Wallballs kombinieren eine klassische Kniebeuge mit einem Overhead Press. Wichtig bei dieser Ausführung ist, dass man den Ball in der Abwärtsbewegung mit einer Kniebeuge einfängt und die dafür vorhergesehene Platte oben trifft. In dem Fall hat Imke heute die Darmhöhe, das macht sie auch gut. Unsere dritte und auch die letzte Übung ist der Russian Twist und Angelo zeigt euch jetzt mal, worauf man achten muss. Entweder man liebt sie oder man hasst sie. Wir gucken uns das Ganze jetzt bei Imke an. Imke macht direkt die fortgeschrittene Version. Das heißt, sie berührt mit den Fersen nicht den Boden. Sie hält die Füße die ganze Zeit oben. Wichtig bei der Übung ist, dass du den kompletten Körper unter Spannung hältst und die Rotation im Gesamten ausführst. Und dann machst du erfolgreich den Russian Twist. Du hast hier nochmal die einfache Variante. Ich glaube, Boden. Ein kleiner Hinweis noch, desto mehr du dich nach hinten lehnst, desto schwieriger wird. Und wenn du das auf die nächste Stufe heben willst, kannst du gerne noch deinen Blick zur Decke lassen. Das macht viel aus, ne? Sehr gut, noch 100 Stück. So, du hast jetzt gesehen, wie es geht. Du hast jetzt keine Ausreden mehr. Und wenn du Bock auf mehr hast, mehr Workouts, mehr Outfits und mehr Inspiration, dann geh jetzt auf sport2000.de.